Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von einem Kanal. Heute geht es weiter mit Road to Knife Unboxing Nummer 9. Und es gibt wieder die 10 Kisten. Heute habe ich die Waffenkisten 1, 2 und 3. Ich mache das so ähnlich wie bei den E-Sport Kisten, was ich gemacht habe. Also ich habe 5 von den 3ern, 4 von den 2ern und eine 1er glaube ich. Ich finde sie nur gerade nicht. Oh ja, hier ist sie. Jo. Der Unterschied von den Kisten, also warum ich das so habe mit einer und drei, einer, dann vier und fünf Stück ist, weil die ja unterschiedlich viel kosten. Die teuerste war die 1er mit, glaube ich, 5,50 oder 5,70. Dann gibt es die, weiß ich jetzt nicht welche, aber dann gibt es welche, die kosten 50 Cent und die anderen kosten nur 20 oder 30 Cent. So, wir fangen an mit der Nummer 3, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Nummer 3 fangen wir an, dann wieder abwechselnd die 3er, dann die 2er und dann zum Schluss die 1er. Was da circa für Skins drin sind, weiß ich nicht, also nur grob, also manche kenne ich, wie die CZ Victoria, was jetzt in dieser Kiste drin war, das ist der einzige Red Skin. Den habe ich auch als Play Skin. Sonst, ja, die Lightning Strike ist halt in der 1er Kiste, hier halt noch die Blood in the Water, die USB Serum. Und ja, sonst, also grob, wie gesagt, weiß ich halt die Skins, die Preise auch circa grob, die Blood & Water Set, wenn es eine Menge wert. Oder man muss nicht unbedingt Faction New sein. Die USB Serum ist auch ziemlich viel wert, die Skins sind eigentlich jetzt nicht wirklich viel wert, die Stainless kann einiges wert sein, ZFN. Die Victoria, ja, geht auch. Ja, okay. Sehe richtig. Nicht, dass ich jetzt die, was ich mir so ein bisschen Schluss aufheben will, gleich aufhebel unabsichtlich. Aber bis jetzt kommt eigentlich nur blau. Das heißt, es muss ja dann mal was kommen, weil es ist ja schon die 9. Episode, im Prinzip 90 Kisten. Ich habe ja irgendwann, also letzte Woche zwischendurch, noch ein paar Kisten aufgehebelt nach der Aufnahme. Weil ich einfach so abgefuckt war, kann man das so sagen. Einfach nur Bullshit kommt. Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht ändern in dieser Episode. Also ich hoffe. Mal schauen. Ich glaube, die Hälfte ist nicht schon so viel. Nein, das ist jetzt nur die Hälfte. Könnt mir dann auch wieder in die Kommentare schreiben, was ich, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufmachen soll. So wären wir jetzt ja gar nicht 13. Egal. Ich mache jetzt einfach. Irgendwer auch. Welche Kiste ich halt beim nächsten Mal aufmachen soll, könnt ihr mir wieder in die Kommentare schreiben. Und so, jetzt kommt wieder nur blau. Heißt sogar blue. Beine. Den schaue ich gleich mal nach, was das kostet. Weil das habe ich irgendwie gar nicht registriert, dass ich die gezogen habe. 2,15. Ja, das wäre circa ein Key. Mal sehen mal kurz, wobei Reiben, das, wenn dies kommt, das ist ja halt auch nicht so much, also das wäre schon nice, das ist ein Red Skin, aber Stanley ist bleib stehen, das Battle Game, das sehe ich jetzt schon. Also irgendwie, ich weiß nicht, was ich da früher anders gemacht habe, dass ich da die Skins so gezogen habe mit den Knives. So, jetzt habe ich die falsche aufgemacht. Normalerweise wäre jetzt die 2 gekommen. Hier, da werden wir schon mal ein leckeres Stöpfchen. Aber das nie. Komm, die SG wäre jetzt nice. Also die SSG. Blood Tiger wäre auch nice. Also nice, aber wäre auch ein Key, sag ich mal. Das ist alles nichts. So, die Kiste kostet jetzt 5,70. Ich will hier. Ab der USBS wird's schon mal nice, also positiv für mich.
Ich meine, die AKKs haben jetzt Full Blue Statefan, das wäre dann so Number One Pet und das Sickeste, was jetzt passieren könnte. Besser als jedes Knife, aber anders glaube ich ehrlich gesagt nicht. Puh. Ja, lass halt mal reiben. Also ich würde sie, egal, also ich würde sie einfach nehmen, die Käsehand. Und egal was für eine Condition die kommt. Ich reibe einfach mal alle vier da unten. Und ich glaube, da war sie gleich zu Beginn. Und da war die Desert Eagle. Die Dark in der Water und ich bekomme natürlich die MP7 Skulls. Oh mein Gott. Nee. Oh, was bist denn du? Nein, ich habe gesagt, ich mache immer 10 Kisten auf pro Video. Ja gut, dann war es dann auch wieder mit dem Video. Anscheinend wird das nicht besser von Episode zu Episode, sondern einfach nur schlechter. Ja, ich hoffe, dass es das nächste Mal was wird, weil dann hätten wir die 10. Folge schon. Das wäre dann die 100. Kiste. Wenn da dann auch nichts kommt, fange ich glaube ich an zu weinen. Also, es ist wirklich... Nein. Ja, na gut, also, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, würde mir auch sehr viel helfen. Könnt ihr, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufmachen soll. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.